Kurs in Wundern, Originaledition, Kapitel 12. Das Problem der Schuld. Abschnitt 1, Einleitung. Der letztendliche Zweck der Projektion, wie sie das Ego anwendet, ist immer schuldlos zu werden. Doch bezeichnenderweise versucht das Ego nur von seinem Standpunkt aus, die Schuld loszuwerden, denn so sehr auch das Ego die Schuld beibehalten will, ihr findet sie unerträglich, weil die Schuld eurer Erinnerung an Gott im Weg steht, dessen Anziehungskraft so stark ist, dass ihr ihr nicht widerstehen könnt. In dieser Frage findet dann die tiefste aller Spaltungen statt. Denn wenn du die Schuld beibehalten sollst, worauf das Ego beharrt, dann kannst du nicht du sein. Nur wenn das Ego dich davon überzeugt, dass es du ist, könnte es dich überhaupt dazu bringen, Schuld zu projizieren und sie dadurch in deinem Geist zu bewahren. Bedenkt aber, welch sonderbare Lösung dieses Arrangement des Ego ist. Ihr projiziert Schuld, um sie loszuwerden, tatsächlich aber verbergt ihr sie nur. Ihr empfindet Schuldgefühle, aber ihr habt keine Ahnung weshalb. Im Gegenteil, ihr bringt sie mit einer wunderlichen Ansammlung von sogenannten Ego-Idealen in Verbindung, denen ihr, den Behauptungen des Ego zufolge, nicht gerecht geworden seid. Und dabei ahnt ihr nicht, dass ihr dem Sohn Gottes nicht gerecht werdet, wenn ihr ihn als schuldig betrachtet. Da ihr glaubt, dass ihr nicht mehr ihr selber seid, merkt ihr nicht, dass ihr euch selber nicht gerecht werdet. Abschnitt 2. Kreuzigung durch Schuld. Der finsterste eurer verborgenen Ecksteine hält euren Glauben an die Schuld aus eurem Bewusstsein fern. An diesem finsteren und geheimen Ort liegt nämlich die Einsicht, dass ihr Gottes Sohn verraten habt, indem ihr ihn zum Tode verurteilt habt. Ihr vermutet nicht einmal, dass diese mörderische, aber wahnsinnige Idee dort versteckt liegt, denn der Zerstörungstrieb des Ego ist so stark, dass nichts weniger als die Kreuzigung des Gottessohnes das Ego letzten Endes zufriedenstellen kann. Es weiß nicht, wer der Sohn Gottes ist, weil es blind ist. Doch lasst es irgendwo Schuldlosigkeit wahrnehmen und es wird versuchen, sie zu zerstören, weil es Angst hat. Vieles am seltsamen Verhalten des Ego ist unmittelbar seiner Definition von Schuld zuzuschreiben. Für das Ego sind die Schuldlosen schuldig. Diejenigen, die nicht angreifen, sind seine angeblichen Feinde, denn da sie seine Deutung der Erlösung nicht wertschätzen, befinden sie sich in einer ausgezeichneten Lage, um sie loszulassen. Sie sind dem finstersten und tiefsten Eckstein im Fundament des Ego nahegekommen. Und während das Ego dem standhalten kann, dass ihr alles andere in Frage stellt, schützt es dieses eine Geheimnis mit seinem Leben. Denn seine Existenz hängt von der Wahrung dieses Geheimnisses ab. So ist es denn dieses Geheimnis, das wir uns ansehen müssen. Denn das Ego kann euch nicht gegen die Wahrheit schützen. Und in ihrer Gegenwart wird das Ego aufgelöst. Lasst uns im stillen Licht der Wahrheit begreifen, dass ihr glaubt, ihr hättet Gottes Sohn gekreuzigt.
Ihr habt dieses angeblich schreckliche Geheimnis nicht zugegeben, weil es immer noch euer Wunsch wäre, ihn zu kreuzigen, wenn ihr ihn finden könntet. Doch der Wunsch hat ihn vor euch verborgen, weil dieser Wunsch sehr furchterregend ist und deshalb fürchtet ihr euch, ihn zu finden. Ihr werdet mit diesem Wunsch, euch selbst zu töten, fertig, indem ihr nicht erkennt, wer ihr seid und euch mit etwas anderem identifiziert. Ihr habt blindlings und wahllos Schuld projiziert, aber ihr habt ihre Quelle nicht aufgedeckt. Denn das Ego will euch tatsächlich töten, und wenn ihr euch mit ihm identifiziert, müsst ihr glauben, dass sein Ziel das eure ist. Wir sagten einst, dass die Kreuzigung das Symbol des Ego ist. Als es mit der wirklichen Schuldlosigkeit des Gottessohnes konfrontiert wurde, versuchte es, ihn zu töten. Und der Grund, den es vorgab, war der, dass Schuldlosigkeit eine Gotteslästerung sei. Für das Ego ist das Ego Gott. Und Schuldlosigkeit muss als die endgültige Schuld gedeutet werden, die Mord völlig rechtfertigt. Ihr versteht noch nicht, dass jede Angst, die ihr vielleicht im Zusammenhang mit diesem Kurs verspürt, letztlich von dieser Deutung herrührt. Wenn ihr aber überdenkt, wie ihr auf ihn reagiert, werdet ihr immer mehr zur Überzeugung kommen, dass dem so ist. Dieser Kurs hat ausdrücklich festgestellt, dass sein Ziel für euch Glück und Frieden ist. Und dennoch habt ihr Angst vor ihm. Es wurde euch immer wieder gesagt, dass er euch befreien wird, doch manchmal reagiert ihr, als versuche er euch einzusperren. Ihr tut ihn die meiste Zeit über bereitwillig ab, aber das Denksystem des Ego lehnt ihr nicht ab. Ihr habt seine Ergebnisse gesehen und es fehlt euch noch immer an Vertrauen in ihn. Ihr müsst also glauben, dass ihr euch selber schützt, wenn ihr den Kurs nicht lernt. Und ihr begreift nicht, dass nur eure Schuldlosigkeit euch schützen kann. Die Versöhnung ist immer als Befreiung von der Schuld gedeutet worden, und das ist richtig, wenn man es versteht. Doch sogar wenn ich es für euch deute, weist ihr es vielleicht zurück und nehmt es nicht für euch selber an. Ihr habt vielleicht die Sinnlosigkeit des Ego und seiner Angebote erkannt, aber obgleich ihr sie nicht haben wollt, betrachtet ihr die Alternative noch nicht mit Freude. Ihr habt Angst vor der Erlösung und glaubt, dass sie euch töten wird. Täuscht euch nicht über das Ausmaß dieser Angst, denn ihr glaubt, im Angesicht der Wahrheit könntet ihr euch womöglich gegen euch selbst wenden und euch selbst zerstören. Kleine Kinder, dem ist nicht so. Euer sogenanntes schuldbeladenes Geheimnis ist gar nichts, und wenn ihr es nur zum Licht bringt, wird das Licht es auflösen. Und dann wird keine dunkle Wolke mehr zwischen euch und der Erinnerung an euren Vater stehen, denn ihr werdet euch an seinen schuldlosen Sohn erinnern, der nicht gestorben ist, weil er unsterblich ist. Und ihr werdet sehen, dass ihr mit ihm erlöst worden seid und nie von ihm getrennt wart. In diesem Verständnis liegt eure Erinnerung, denn es ist das Wiedererkennen der Liebe ohne Angst. Im Himmel wird Freude über eure Heimkehr herrschen, und die Freude wird die eure sein. Denn der erlöste Menschensohn ist der schuldlose Sohn Gottes, und ihn wiederzuerkennen ist eure Rettung.